Geist. Die Kristalle um dich herum erleuchten den gesprungenen Mosaikboden in verschiedenen Orangentönen und auf bestimmten Blickwinkeln jetzt das metallische Symbol unter deinen Füßen golden. Während du hinschaust, flimmert die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kräuselnden Glanz glaubst du die Gestalt eines Mannes zu erkennen, deren Grundzüge aus Luft und Rauch zu bestehen scheinen. Wer bist du? Deine Stimme löst Bewegung aus. Begleitet von urplötzlichem aufbrausendem Licht, schießt der Geist empor und im nächsten Augenblick befindest du dich an einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Du befindest dich im Kapitelsaal. Priester und Gläubige haben sich in einer großen Menge versammelt und strömen in den Saal. Andere drücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne drängen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf den Gesichtszügen um dich herum. Einige der Initiierten weinen. Da jemand die Kerzen gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten, deren Silhouetten du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit, aber seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht verstehen kannst. Die Rektrix aber steht ruhig und unbewegt da. Ihre Stärke wird euch alle durch diese dunklen Zeiten leiten. Diese Hoffnung spürst du wie ein Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist reißt sich mit einer abrupten, schwindelerregenden Kraft von dir los und du findest dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verschwindet plötzlich, wie er erschienen ist. Die meisten Gesichtszüge dieser Statue wurden zusammen mit Teilen ihrer Hände abgeschlagen. Nicht so toll. Nein, nicht rasten, ich will das hier. Nice and quiet. Genau, ein Geheimfach. Kleines Fluggeschoss, sehr okay. Und ein Blutstein. Das kleine Fluggeschoss kannst du also mal hier reinsetzen. Oh, und da habe ich doch glatt was vergessen. Erst einmal kann die Lederrüstung weg. Und du könntest das Ding mal anlegen. Hey. Ja. Gut. Sieht damit etwas komisch aus. Aber gibt dir auf jeden Fall besseren Schutz. Okay, dann spähen wir mal in den nächsten Raum rein. Skulders. Wow. Und zwar die von der üblen Sorte. Guck, dass du wegkommst. Ah. Also keine Welpen, sondern die gefährliche Variante. Obwohl, so gefährlich sind die auch nicht. Aber sie konnten vergiften und irgendwas anderes haben sie auch noch gemacht. Sure. So. Monster des Todesfeuer Archipels und Trankflinke Füße. Hm? Geld und Leben und ein Zauberbuch. Oh, nochmal zwei Skulders. Take 'em down. Take 'em down. Gut, so klappt das einfacher. So, wenn er auf meinen Wolf losgeht, vor allem. Warum hat mein Wolf so viel Gesundheit? Ein gutes Schwert. Hm, sure. Und eine Münze. Die Gebetsschriftrollen sind mit einer dicken Schicht aus Schmutz und Staub überzogen. An euer Gnaden, ich flehe sie an. Der Rest dieses Briefes wurde an mehreren Stellen durchgestrichen und ganz verworfen. Okay. Schloss geöffnet. Säbel.
Was haben wir hier? Noch zwei Bücher. Ach, ich wollte eigentlich fast sagen, ich gebe das gute Schwert mal an ihn weiter. Das dürfte dann vielleicht doch etwas besser sein als sein Säbel. Okay. Power, auf mich losgehen ist nicht so nett. Oder alle in meiner Gruppe benommen machen. Schädlinge haben diese Teller fast geleert, aber auf dem ganzen Tisch schwächt Schimmel immer noch in schwarz-grünen Klumpen. Also ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Mauer, wo wir vorhin den Geheimgang geöffnet haben. Genau, hier wäre der Geheimgang gewesen. Wären wir da direkt durchgegangen, hätten wir uns die ganzen Gegner dort gespart. Looks bad. Au. Au. Umhang des Entzugs. Absitzangriff, Verteidigungsbonus. Trank der schwachen Regeneration. Den Umhang könntest du eigentlich gebrauchen. Du hast nämlich einen normalen Umhang, der nichts macht um den Hals. Und du hast ein Amulett. Okay, also kann der mal weg. Trank flinke Füße kannst du haben. Und du kriegst den Regenerationstrank. So. Okay, mein Leben sieht nicht gerade gut aus, aber meine Ausdauer tut es noch. Sure. Ach du, nicht so gut. Let's go. Hi. Der König da sieht definitiv nicht so gut aus. What? Heilung. Lava will be on sea. Okay. Nee. Da muss ich wieder einzelne rauslocken, denke ich mal. Okay, ich wurde da schon mal verwundet. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Take him down. Okay, es kommen doch mehr als erwartet. Let's go. What? Du das, du. Ja. Niedrige Gesundheit für mich, das ist nicht so gut. What? Du fällst auch gleich um. Nee. Da muss ich mich wirklich wieder reinsteigern mit Fähigkeiten und allem. Huh? Right. Oder ich blockiere einfach die Tür. Hi? What? Oh, und der hat ja auch noch Feinde bei Kontakt vertreibt und niederschlägt. Das wäre auf jeden Fall was. Und hatten wir nicht auch noch zurückziehen war es nicht. Heilige Meditation. Streut Angst. Ja, das könnten wir auch noch benutzen. Hm. Right. Hm. So. Ja. Genau. Blockieren wir die Tür. Ja. Machen das auf den. Machen jetzt göttlicher Schrecken. Hey.
Und du versuchst, den vor dir umzuwerfen. Yeah. Und du versuchst, alle mal einfach zu betäuben. So. Jetzt ist da der Skuldor-König. Hey. Den versuchen wir umzuwerfen. Und du bombardierst ihn einfach, mal. Während du, was machst du? Abstoßendes Siegel hier auf ihn zauberst. Jawoll. That's not very helpful. Okay. Du gib ihm nochmal ordentlich Breitseite. Und jetzt sind nur noch zwei normale Skuldors übrig. Die kriegen wir auch noch down. Wait, das war ein Kampf. Etwas Geld. In der Luft liegt ein Dunst, der sich kontinuierlich zu einem Schleier aus Staub und Nebel festigt. Er sammelt sich in den Umrissen von etwas, das ein Zwerg zu sein scheint. Ein flimmerndes Echo, das abwechselnd da ist und verschwindet. Das Gefühl einer mächtigen Energie in dir ist aber noch stärker als der visuelle Reiz. Sie wallt erfüllt mit Trauer, die sich in deine eigenen Gedanken auszuweiten scheint und benebelt sie so lange, bis das Leid dein eigenes ist. Wie eine zerschmetternde Welle stürzt die Energie nach vorne und in dich hinein, und einen Augenblick später bist du an einem anderen Ort. Vor dir liegt ein hell erleuchteter Steinkorridor, der von Fackeln und leuchtenden Kristallen gesäumt ist. Du rennst und deine Schritte hallen vor dem Stein um dich herum wieder. Du hast vergessen, deine Sandalen zu schnüren, die dir nun vor den Füßen rutschen und dich langsamer machen. Du bist zu spät, abermals zu spät. Das Ritual wird ohne dich beginnen. Du hörst das Läuten einer Glocke und deine Stimmung hebt sich, als du den vertrauten, verzerrten Ton der rechten Hand hörst. Sie steht für den ersten der Dämmerungssterne, die am Nachthimmel erscheinen und als letzte Licht der Dämmerung verblassen. Du bittest inbrünstig, dass dies der erste Glockenschlag war und nicht der letzte. Die Lichter vergehen und mit dir die Erinnerung. Und als du wieder klar sehen kannst, ist der Geist verschwunden. Okay. Viele Gebiete scheint es hier eh nicht mehr zu geben. Neue Mechanik plus 10 Dietriche oder wir. Die Glocken. In einem steinernen Überhang, der diese Mauer entlangläuft, hängen drei Glocken. Das Metall ist von Staub und Sputz vieler Jahre überzogen. Die größere Glocke in der Mitte wird von zwei kleinen Glocken flankiert. Die Glocken untersuchen. Die Glocken scheinen vollständig intakt zu sein. Sie wurden aus dicken Eisen gefertigt und sehen äußerst schwer aus. An ihnen scheint es nichts Außergewöhnliches zu geben. Moment. Glocken. Notiz eines Initiierten. Statt der zweiten zuerst die größte Glocke geschlagen. Also wenn ich zuerst die größte Glocke schlage. Du stößt die Glocke an und sie schwingt in eine andere Richtung. Schlägt der Klöppel einen tiefen, mächtigen Ton gegen das schwere Eisen. Du spürst das Leuchten in deiner Brust, während der Schall wie eine Welle sich durch die ruinierten Hallen ausbreitet. Jetzt die kleine Glocke, die linke. Die Glocke läutet einem hohen, durchdringenden Ton durch verblüffender Lautstärke. Das Echo des Tons pflanzt sich in den Hallen fort, bis plötzlich ein Dutzend zischender Töne durch den Tempel hallen. Und jetzt noch die rechte kleine Glocke. Und die Glocken anhalten.
Das hat nichts gebracht. Okay. Dann versuchen wir mal die mittlere. Dann die. Und dann die. Das hat auch nichts gebracht. Und wir haben leider keinen Text, der uns dazu hilft, oder? Dum dum dum. Hier. Besucher zur Ritualebene. Erlösung für diese vergessen und statt der zweiten zuerst die größere Glocke geschlagen. Also zuerst die größere Glocke. Hier steht auch nichts drin. Das war der Befehlsbrief. Buch der Verse, der große Hirsch. Das ist irgendeine Geschichte. Buch der Verse. Ich hoffe nicht, dass wir ein Buch lesen müssen. Okay, ich stehe hier vor. Leute, nur die große Glocke. Das hat auch nichts gebracht. Und das Ding ist verschlossen. Und sonst haben wir alles erkundet. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns nochmal zu dem Herrn am Anfang. Vielleicht kann der uns bei dem Glockenrätsel helfen. Ja, ansonsten wüsste ich nicht weiter. Außerdem müssen wir nochmal zurückrasten, würde ich sagen. Im Wirtshaus, wenn wir schon so nah an der Stadt sind. Hallo! Ich habe eine merkwürdige Tür neben ein paar Glocken erreicht. Weißt du, wie ich sie öffnen lässt? Ah, diese Tür. Ich schwöre dir, dass man diese Glocken noch über der Erde hört. Man kann diese Glocken noch über der Erde hören, sie gar durch die Erde spüren konnte. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß nur, dass man sie in einer bestimmten Reihenfolge läuten muss. Das ist alles. Eines ihrer Rituale. In der Kammer des Rektrix kannst du wahrscheinlich mehr Informationen darüber finden, vielleicht sogar einen Schlüssel. Sie befindet sich drüben beim Skriptorium mit all den Büchern. Wirtan zieht eine Grimasse und Skuldur auch. Good day, Stranger. Ich erkunde immer noch das obere Stockwerk, noch habe ich rein gar nichts gefunden. Na, dann machen wir weiter, ich bin mir sicher, dass sie im unteren Bereich sind. Ich werde hier bleiben. Also ja, habe ich das Fach schon geplündert? Ja, das sieht weiß aus. Okay, dann würde ich sagen, mache ich erstmal wieder einen Schnitt hier. Spielstand speichern, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.